Hebel, das heißt langer Oberkörper, kurzer Oberschenkelknochen. Also und ich glaube, der Mann hat gesagt, das ist schon ein Rekord, oder? Oberösterreichisch. Das kann sein. Sie ist auch eine erfahrene Athletin, hat schon viele Wettkämpfe hinter sich. Wird von Paul Egger gecoacht. Ja, da kann es nur gut sein. Und jetzt wird sie uns was zaubern. Kommt der Startkommando. Yes, ja. Super. Und da ist noch einiges im Tank. Sehr kontrollierte Beuge. Nur weil er etwas langsam ist, heißt es nicht, dass... Kann sie ihn erhöhen. Genau, Lisa, die Lisa Pollack von Outdoor Fitness Freistadt mit 155 Kilo. Oh, da wird schon geschlagen, da wird schon Ammoniak gekrochen. Ja, das wird gut. Ich hab's im Gefühl. Sie ist wirklich eine sehr, sehr starke Athletin. Publikum klatscht ein. Musik ist gut. Sie trägt, glaube ich, auch die A7, die neuen Sleeves. Ja, die sind im kompletten A7-Look. Genau. Außer Gürtel natürlich. Außer dem Gürtel, ja. Genau. Die ist natürlich von SPD. Und komm. Aber war das Kraft oder war das... Ja, mal schauen. Freut sich einfach mit. Ja, voll. So, jetzt wird's wieder rausgetrischt vom Egerpaul. So. Zuerst mal schön rechtsseits in die Nase. Zweiter Versuch mit den 150. Jetzt aber, Lisa. Komm, Lisa. War ich schon wieder loaded. Nein. Das war jetzt aber nicht rausgetrischt, das war rausgetätschelt. So, keine Angst, selbstbewusst an die Stange. Lasst sich Zeit. Genau. Man hat eine Minute Zeit für das Startsignal. Und man kann sich so viel Zeit nehmen, wie man will. Und sie geht unter die Stange, ist ready. Hey. Oberschenkel ganz rot vom eigenen Anfeuern. Genau. Mache ich auch gerne. Ja. So. Komm jetzt. Geh mal, Lisa. Und komm. Leider. Aber nächstes Mal, vielleicht ist das jetzt nochmal ein Ansporn. Sie hat dann gültig, ja. Kniebeuge-Monster und sie ist aber auch ein Bench-Monster. Also, wie ihr sehen könnt, sie hat einen sehr langen Oberkörper, deswegen Kniebeuge-Monster. Und sie hat sehr kurze Arme, deswegen Bench-Monster. Also, das ist wirklich extrem stark. Das kommt also, alle sind stark, aber das ist, also fast, das sind fast 100 Kilo. Ja, das sind so. Das ist wirklich heftig. Aber es kommt können dann nicht alles, viele Frauen. Es kommt dann halt dann alles beim Heben wieder zurück. Genau, also das werdet ihr dann beim Heben sehen. Also sie ist trotzdem extrem stark im Heben, aber... Weißt du, hebt sie konventionell oder Humo? Conventional. Okay, ja, dann ist wurscht. Ja. Von Paul Egger gecoacht. Das ist ja wunderschöne Einstellung. Auch ohne Handgelenksbandagen. Ja. Fast 100 Kilo auf der Hantel. Ist tief. Das ist ja nix. Ja, ich glaube, sie musste auch checken, ob ihre tief stark. Da müsste ich ja 170 Kilo drücken. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht mit meinem Equipment. Aber ich kann noch eine Bank drücken. Ja, nicht. So, 102,5. So, die Lisa auch mit geflochtenen Zöpfen. Der Paul hebt auch raus. Mit geflochtenem Zopf. Super rausgekommen, Ball. Startkommando kommt. Face-Kommando. Ja, komm. Sie schiebt an. Ja. Lockout. Ja. Auch schon super. Etwas schwerer. Ja, der war schon nicht so einfach. Ich glaube, die werden wieder 2,5. Ich weiß nicht, was der Rekord ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sie 2,5 springen. Ich glaube, die Panthea hat den Rekord ziemlich sicher. Ja, mit 115 oder sowas. Ja, die Panthea ist schon ein bisschen stärker. Auch ein Benchmonster. Aber PA ist immer noch von der Lisa bei 107,5. Ja. 105. Ja, konservativ wahrscheinlich, so, weil ja, genau, genau. Nicht so viel mehr drinnen ist. Genau, und einfach nur nochmal das total. Das ist die einzig richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Da wird's raustrischt. Einfach noch die 2,5 rausholen. Ja, 2,5 Kilo unter PR. Aber wie gesagt, das ist einfach ein sehr. Das ist muss einfach ja ein heftiges heißen, Gewicht. Der, muss ja einfach nicht heißen, dass der PR von vorher war ja, kann ja auch sagen, Bench-Only gewesen sein und jetzt Wettkampf vor schwer beugt. Das macht schon was mit der Leistung. Und jetzt geht's auch. Geht's runter. Und drücken. Ja, ja, komm. Ja, wow. Ja, 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 den hat's. Super. Super. Ja, also
Ja, perfekt. Der kann es gut rausgrinden. Also 5 Kilo Sprung, das wäre wahrscheinlich zu schwer gewesen, aber das war perfekt. Mehr und das wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so gut gegangen. Ja, sehr gut. Also 3 gültige Versuche im Bankdrücken und ja, genau, hat's, die hat's Mädels die werden sich bald fürs Kreuzheben aufwärmen. Die haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Entspannen. Ja. Jetzt geht aber Akt, dass so viele Conventional hier ja machen, weil 63 ist jetzt nicht keine hohe Gewichtsklasse, stimmt, ist eher Mittel. Ja, stimmt, stimmt. Mittel. So, die Lisa, wie gesagt, Squat und Bench. Monster. Monster. So. Ja. Zöpfe länger als die Arme. Und ihr seht auch bei ihr, der Lockout, also ihre Hände sind an ihrer Hüfte, wenn sie ausgelockt. Aber ja, Lisa Pollack. So. 157. Sie schnüffelt wieder am Ammoniak, Knackwatschen. Und ihr Gesicht ist auch schon weiß. Das heißt, sie hat sich selbst eine gegeben. Das habe ich früher auch gerne gemacht. Genau. Conventional. Let's go. Yo. Ja, komm. Gut. Ja, super. Super locker. Damit, ich warte noch die Wertung ab. Ja, damit hat sie ein Total von 410 Kilo mit 63 Kilogramm Körpergewicht. Also, so, sie ist Erste auf jeden Fall. Ich habe zwar jetzt ja nicht alle Zahlen im Kopf, wir können es nicht sehen, aber... Na, sicher. Genau. Jetzt kommen wir... Gut, mit 61 Kilo Körpergewicht. Das die ist Lisa ist Haas. Die will den. Geht schon. Alle klatschen für sie. Und sie macht den jetzt. Komm, Lisa. Ah. Den machst du. Ja, komm. Yep. Jawohl. Gut. Die waren ja super. Top. Und die Werte ja sind halt dreimal weiß. Super. 4,15 total. Gratuliere zur Leistung. Ich sehe gerade im Publikum sitzt Barbara Gapp, die denkt sich, das curlig. Wer Barbara Gapp nicht kennt, die hat inoffiziell schon Weltrekorde gekommen. Aber auch offiziell.